Herzlich willkommen bei Feuerwilli, das bin ich. Wir machen heute Schlauchmanagement und zwar die Fortsetzung Innenangriff. Das heißt 30 Meter C-Schläuche, wie geht man am besten vor, was gibt es für Varianten, was kenne ich, ihr kennt vielleicht noch was anderes, kommentiert dann hinterher gerne. Wir fangen einfach mal ein bisschen an und legen erstmal den Grundstein. Ich mache das heute aber nicht alleine, ich habe heute ein super AGT-Team und zwar zum einen den Hendrik. Das ist Hendrik. Das bin ich. Er ist ein AGT, du hast dabei einen Schlauchtragkorb, sehe ich, mit dem 30 Meter C aufgewickelt, ne? Wie man so schön sieht. Haben wir mit diesem Schlauchpaket Tragehilfe drin verlastet, zeigen wir euch nachher. Und daneben holen wir jetzt noch einmal den Marvin, Marvin K. Das ist Marvin. Das bin ich. Und er ist der zweite AGT, man geht natürlich mit einer Truppweise vor. Und er hat das die außengummierte Variante C-Schlauch. Und den wollen wir nachher gleich mal gegen antreten lassen, gegen den normalen, den ihr vielleicht kennt. Das ist sozusagen der Buffalo-Schlauch, so heißt er. Und der Rhino. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Gewinnspiele, die ich hatte auf Facebook. Da konnt ihr ja diesen Feuerwehr-Willi-Schlauch, das war dieser Buffalo, könnt ihr gewinnen in 30 Meter. Und diesen Rhino, außengummierten, auch von Feuerwehr-Willi. Vielleicht mal ganz interessant an der Stelle, könnt ihr euch ja mal melden, ob noch Interesse besteht, weil ich hatte ein paar E-Mails, ein paar Anfragen gekriegt, die auch sowas haben wollten, dann kommentiert mal bitte, ob sich das lohnt, ein paar mehr zu machen für euch. Dann fürs nächste Gewinnspiel oder so, dann machen wir nochmal Gedanken. Alles klar? Super. Würde ich sagen, fangen wir an? Jawohl. Seid ihr bereit? Alles klar, los geht's. Gut, wir brauchen natürlich noch einen Maschinist. Wir machen es natürlich mit ein bisschen kleinerer Besetzung. Wir müssen es ja nicht einen Löschangriff nach FEDV3 jetzt üben. So, es geht um diesen Innenangriffschlauch. Und den machen wir jetzt mal mit wenig Personal, so gut es geht. Aber Maschinisten brauchen wir trotzdem. Und da habe ich extra, ne, die Frauen freuen sich jetzt schon, den Marvin hierher, den anderen Marvin, ne? Den Single Marvin. Den Single Marvin. Moin. Hier zu linken. Ne? Also nicht. Genau, der macht heute den Maschinist da für uns. Ne? Gut, und wir sagen, wir fangen jetzt mal an. Wa? Attacke. Rein ins Gebäude. Fangen wir mal an, ich bin ganz gespannt. Für den Innenangriff nehmen wir jetzt nur diesen außengummierten mit. Den Vergleich mit dem Buffalo-Schlauch, mit diesem ganz normalen Stoffschlauch außen, den machen wir draußen auf dem Platz, denke ich mal. Ne? Ja. Das nehmen wir jetzt für den Innenangriff. Das ist das für mich das Optimalere, weil er außen gummiert ist, auch Thema Kontaminationsverschleppung, reinigen danach den Schlauch, einfacher, besser. Allerdings etwas schwerer. Und dann wollen wir mal gucken, wie das Handling nachher auf dem Hof ist im Vergleich, wenn das hier über den Boden gezogen wird. Wir wollen es ja fair bewerten. Ne? Okay, würde ich sagen, einfach ganz normal die Wasserversorgung nach oben, durchs Treppenhaus und dann gehen wir mal vor den Schulungsraum und hoffen wir, dass alle Schläuche dicht sind. In der Praxis, wenn der Verteiler hier vor der Tür steht, da gehen meistens drei Rohre auch rein, ne, in den Angriff. Bitte beachtet da ganz besonders die Reihenfolge. Erstes Rohr, zweites Rohr, drittes Rohr oder Sonderrohr. Ne? Das heißt, auch wenn der Verteiler hier so liegen sollte, bitte nicht hier ankuppeln und weitergehen, sondern wirklich erste Rohr nehmen. Ne? So. Und jetzt gehen wir mal hoch und gucken mal, was besonders ist am Treppenhaus. Also es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder wir legen am Treppengeländer lang oder hier in der Mitte hoch, einfach ohne der Treppe zu folgen. Vorteil ist bei der Variante, dass der Schlauch nicht im Weg liegt, wenn man Personen retten muss. Ne? Also es geht auch. So, und ihr merkt schon, der Schlauch will immer los. Ne? Ich mag ihn gar nicht hinlegen, weil ich weiß, er fällt runter. Was macht man da? Ihr wisst schon, was jetzt kommt. Schlauchhalter. Okay. Lass mal los. Da rutscht nichts mehr, ne? Ja. Können wir sogar noch ein bisschen höher ziehen wieder. So. Und jetzt sieht man auch, man sieht jetzt nicht den Trupp draußen, ne? Deshalb sind auch diese Kommandos wie Wassermarsch und sowas ganz wichtig, weil wenn die jetzt Wassermarsch geben sollten, und hier ist noch nichts dran, ist schlecht, ne?
Also diese Kommunikation, gewöhnt ihr das an, das bitte sauber zu machen. Und ihr werdet sehen, der Angriffstrupp, der gleich reinkommt, hat auch Funk. Ne, wenn das noch weiter weg ist, könnt ihr über Funk auf Wassermarsch geben. Erste Rohr Wassermarsch. Ist halt wichtig. Und ist auch richtig, das erste Rohr unten angeschossen, habt ihr gesehen. Marvin, danke für den Schlauchhalter. Sehr schön. Weiter geht's. Kurz zum Angriffstrupp. Wir machen jetzt hier jetzt nicht unnötig Dramatik. Es geht jetzt nicht um den Innenangriff. Super, ihr habt sogar Halligan-Tool, alles dabei. Ist automatisch so drin. Ne? Hohlstrahlrohr, wunderbar. Aber das werden wir mal jetzt nicht benutzen. Bitte alles heile lassen. Vorsicht mit dieser Variante. Ne? Gerade dieser ausgummiert ist auch schwerer. Und diese ganzen Haltungen fürs Atemschutzgerät sind nicht dafür ausgelegt. Der Hersteller, wenn da was passiert, ist damit raus. Ne? Das ist schlecht, UVV-mäßig. Schlauchpakete auf die Schulter, okay? Oder separaten Schlauchtragekorb. Dafür haben wir zum Beispiel das Patent mit dem Schlauchtragekorb. Dahinter brennt es jetzt, wäre jetzt die Rauchgrenze, wie man dazu sagt. Man würde jetzt hier das Schlauchpaket dran setzen. Das heißt, alles andere machen wir erstmal weg. Rauchgrenze wäre auch das Gebiet, wo man anfangen würde, sich mit Pressluftatmern anzuschließen. Was man hier sieht, ist, sie machen das gegenseitig, ne? Für einen kurzen Moment gibt es mal keine Luft. Muss man sehen, dass man das auch fertig kriegt, das Anschließen. AGTs wissen, was ich meine. Ne? Das heißt, Angriffstrupp, wenn man jetzt mit PA ausgerüstet ist, müssten jetzt an der Funküberwachung sich melden, Drücke durchgeben. Das sparen wir uns wieder. Dafür machen wir einen eigenen Teil Atemschutzüberwachung. Das wird kommen. Ne? Ich passe jetzt auf euch auf. Okay, ihr würdet jetzt den Schlauch anschließen. Wie macht man das? Dieser Schlauch hat ja drei Klettbänder drum, ne? 1, 2, 3, diese gelben Klettbänder. Und schließen wir jetzt mal an. In der Mitte hat man entweder das Hohlstrahlrohr schon dran oder wir schließen das jetzt an. Schließen wir es hier mal an in der Mitte. Manche wickeln das auch, wenn sie das Hohlstrahlrohr haben, gleich mit fest einem Schlauchpaket, ne? Okay. Das heißt, der Anschluss ist jetzt dafür gedacht. Okay. Hohlstrahlrohr ist richtig abgelegt. Alles ist angeschlossen. Das heißt, wenn das jetzt zu ist, die Stellung. Die ist zu. Ja, ist zu. Oft. Sicher, sicher. Würde man das jetzt unter Druck setzen können. Und diese Klettbänder fliegen automatisch ab. Wollen wir es testen? Seid ihr bereit? Ihr geht Wassermarsch. Ich habe keinen Helm. Ich gehe jetzt hier weg. Erste Vorwassermarsch. Das heißt, das Schlauchpaket steht jetzt hier wunderbar und man könnte jetzt hier abziehen. Wollt ihr mal reingehen in den Raum? Dass das Schlauchpaket hintertürlich ist nicht optimal, aber wir können uns da helfen. Du machst Tür mit dem Keil gesichert, ne? Zack. Okay, und ihr geht mal vor und wir gucken mal. Und ihr geht mal schön los. Sind schon durch. Okay. Vorteil ist jetzt auch, dadurch, dass wir einen 30 Meter C haben, haben wir ja zwischendurch nach 15 Metern, wie ein Standard-Normschlauch hat, keine Kupplung, die hier irgendwie hängen bleiben kann. Glaubt mir, nichts ist ätzender, als wenn euch das im Einsatz passiert. Okay? Jo. Und man kann hier fleißig abziehen. Also, der Schlauch ist ja etwas dünner wie der normale Buffalo. Werden wir gleich im Vergleich sehen, aber wir gehen auch noch 600 Liter die Minute durch. Und für den Innenangriff sind 600 Liter die Minute mehr als ausreichend. Ne? Okay, jo, ist noch ein bisschen was über. Ne? Wollt ihr noch mal ein bisschen ziehen?
Herzlich willkommen bei Feuerwilli. Das bin ich. Wir machen heute ein bisschen mehr AGT-Sachen. Und zwar brauche ich jetzt... Du hast das so gemacht. Ich spreche mit den Leuten am Kamera. Halt ihn mal fest. So, okay. Normal. Herzlich willkommen bei Feuerwilli. Das bin ich. Ich muss sagen, ist das so geil. Ich habe jetzt Angst, dass ich so zeige, dass du wegläufst. Entschuldigung. Ah, das war geil, das ist aber Sheriff hier. Ich hab mal Erde. Okay.